Warte mal, wir, deine Verpackung ist ja noch da unten, ne, bei dir. Du hast das ja nicht richtig aufgemacht. Du hast da irgendwie geschmuggelt oder keine Ahnung, was du da gemacht hast. Zeig mal. Ja, ich weiß, Leute, das ist ein Lügner. Ich weiß. Tutan-Salami, genau. Genau so, nicht anders. Zeig mal jetzt, komm. Ey, reg mich nicht auf, Alter, ohne Spaß. Wie peinlich ist das, Mann? Ich habe gerade Ich die ganze schwöre Packung es schon dir, guck kassiert. mal. Warte, Öl im Back. Weißt du, was ich mit dir anstellen werde, weil du mich jetzt auch angelogen hast? Das kostet dich nochmals 500 Euro. Okay, ich zeig dir Jedes Mal, wenn du mich. Verpackung. Aber Zeig mal. nur, wenn du dich entschuldigst. Ja, zeig mir jetzt mal die Verpackung. Entschuldige dich, dann zeige ich die Verpackung. Ja, aber weswegen? Entschuldigung, erzähl mal, weswegen? Ja, weil du mich bedroht hast, Alter. Ja, aber du weißt Weil du ganz mir genau, warum. unterstellt Du hast, dass weißt. ich gelogen hätte. Ja, dann zeig mir erstmal, dann kriegst du deine Schuhe. Guck mal, ich bin ein Ehrenmann. Ich bleib auch hier drin. Zeig mir das mal, komm. Da. Aber erwartet jetzt nicht, dass ich das jedes Mal mache, Leute. Das ist. Und da ist kein Schweinefleisch mehr drin, weil ich es gegessen habe, Alter. Das ist die Packung, Mann. Da, guck doch. Guck, hier steht sogar. Delikatesse Edelsalami geräuchert, 100 Gramm Edelsalami werden aus 132 Gramm Schweinefleisch hergestellt. Zutaten, als allererstes steht Schweinefleisch und dann Speisesalz. Wirklich, das ist das, Mann. Und ich habe keinen Bock, mich Okay, jedes Mal neu beweisen zu also müssen, Alter. okay, Glaub es halt einfach mal. warte mal, du hast also auf jeden Fall Schwein gegessen. Ja, und jetzt entschuldige Als dich. ein Türke haben dich jetzt 1300 Leute hier angehört, wie du Schwein isst. Und du sagst Muslim. Dafür, guck mal, ich lasse Alhamdulillah. dich in Ruhe, es tut mir leid, aber jetzt werde ich dich wirklich umbringen. Jetzt erpresse ich dich nochmal, weil du Schwein gegessen hast. Warte, was ich mit dir machen werde. Schwein, ne? Hau Du mal hast ab mein jetzt, Land, Alter! Hau guck mal, ab! du hast mein Land und mich richtig blamiert, weil du Schwein gegessen hast. Du bist auch Ey. Türke, wie kannst du Schwein essen? Erzähl mal. Hast doch gesehen, wie ich das machen kann. Einfach haben und fertig. Ach Innerhalb so. von einer Minute. Also hast du jetzt auf jeden Fall gewechselt von Muslim zu Christ oder was? Nein, ich bin immer noch Muslim. Alhamdulillah. Ich esse nur Ja, Schweinefleisch. aber bist Einfach. du in Not, dass du Schwein isst? Bist du Nein, in Not? aber sind andere Leute in Not, warum sie Enkeltrick machen? Nö. Oder sind Leute, die in guck Not, mal. wenn die in Spielothek gehen? Nö. Sind die in Not, Leute, wenn die guck mal, sich Frauenvideos warte mal ganz reinziehen? kurz. Nö. Ich schwöre es euch, Leute, ne? Wallah wille. Wenn ich den, guck mal, ich sag dir jetzt noch ein einziges Mal. Ich habe dich vorhin in Ruhe gelassen, aber als ich gesehen habe, dass du wirklich Schwein gegessen hast und du trinkst jetzt noch Saskia-Wasser und dann den Dreck gezogen hast, weißt du, was ich mit dir machen werde? Glaub mir. Du hast jetzt, guck mal, du hast jetzt 2 Minuten Zeit, den Islam wieder zurückzunehmen und dass du ein richtiger bist. Sonst würde ich dich mit meinen Händen richtig killen. Wallah billah, ich werde dich umbringen, vernichten. Also, ich weiß nicht, was du jetzt. TikTok, wir distanzieren uns. Ich weiß nicht, was du jetzt von mir verlangst. Soll ich jetzt das Schweinefleisch wieder ausspeien oder was? Guck mal, du hast mein Land in den Dreck gezogen. Welches Land denn, Junge? Wir leben in Deutschland. Hier isst man Schwein. Ach so, okay, und woher kommen deine Eltern? Aus welches Land stammen deine Eltern? Wir sind Türken. Türken. Und essen Türken Schweinefleisch? Ja. Manche, ja. Reden Türken auch so blamiert und so richtig erbärmlich wie du und sagen, ja, ich esse Schwein, ich bin Jesus Christus, Mistus und so weiter. Machen die das? Ich habe nie gesagt, Und dass ich welche ein Türken essen Mistus war. Schwein? Die halt drauf scheißen, so, ob irgendwer was Ach hat oder so. nicht. Ach so, du bist Muslim, aber was Schwein? Ja, Alhamdulillah, ja. Alhamdulillah. Boah, ich fress dich auf. Weißt du, was ich mit dir machen werde? Also, ich habe jetzt auf jeden Fall, ich habe das jetzt gemacht bei 200.000 Likes. Ich Guck habe die mal. ganze Packung Schweinefleisch gegessen. Das mache ich normalerweise nie. Normalerweise esse ich echt nur ein Scheibchen innerhalb einer Minute. Das war der Deal. Du lässt mich in Ruhe. Wenn du mich nicht in Ruhe lässt, bist Warte. du kein Ehrenmann. Du hast auf Hör deine mal Kinder zu. Jetzt geschworen. lasse ich dich extra nicht in Ruhe. Weißt du warum? Du hast auf Weil deine du Kinder wirklich, geschworen. ja.
Aber ich habe es mir jetzt anders überlegt, weil du Schwein gegessen hast und unser Land und du hast jetzt schon wieder gesagt, Bismillah, ich bin Muslim und so weiter, obwohl Du du hast mich Schwein. dazu getrieben. Ich hatte Angst um mein Leben. Deswegen habe ich Schweinefleisch Ach gegessen. Du so. bist schuld. Du bist schuld. Du hast mich gezwungen, sozusagen Schweinefleisch zu Ach essen. so. Du willst, warte mal, du willst genau wie diese ganze Deutsche da sein, die Schweinefleisch morgens, abends essen. Hör mal, Tommy, hör mal, machst du mir einen Döner mit Schweine und so weiter. So willst du einer sein, oder was? Ja, voilà, free German, free Almans, ja. Guck mal, ich sag dir jetzt was. Free Almans, Ben Sikkim, Free Almans, Ben Senna Sikkim. Tamam. Nein. Also du willst so machen, was die Deutschen machen. Guck Du willst mal, ihnen so immer du hast nachmachen. deine Position als Hells Angel hast du ausgenutzt, um einen Moslem, also mir, in der Öffentlichkeit vor 1000 Leuten Angst einzujagen und ihn zu erpressen, dass er Schweinefleisch isst. Und das habe ich gemacht, weil ich um mein Leben Angst hatte, weil du die Stories erzählt hattest, was du schon alles gemacht Okay, hast in deiner um wer Vergangenheit. zu Teufel hat dir Und gesagt, das dass du mir ist Haram. Schweinefleisch kaufen Du hast sollst? Haram. Ja, ich habe es halt gekauft. Und jetzt? Ach so. Warum bist du in Not? Erzähl mal, bist du in Not? Ja, ich Du bin weißt doch, im Koran einfach steht, in wenn du Not. in Not bist, dann kannst du Schwein essen. Aber Aber ich hätte nur, es ja nicht damit du gegessen, nicht wenn du satt nicht gesagt wirst. hättest, Aber du bist ist. doch nicht in Not. Du Aber ich wohnst doch hätte es in ja nicht Deutschland. gegessen. Ich hätte es ja nicht gegessen, hättest du nicht gesagt, ist. Ach so. Und was war letztes Mal, wo ich dir dein Live gefolgt habe und gesehen habe? Da hast du auch über Schwein geredet und meintest, du isst seit langem schon Schwein. Ja, Warum lügst du? aber heute hätte ich vielleicht kein Schwein gegessen. Also, was hättest du heute gegessen? Hähnchenkeul oder was? Heute hätte ich nur Sandwiches gegessen. Ich Ja, esse Sandwich. seit Wochen nur Sandwiches, ja? Ach so, und jetzt ist gut, dass du Schweinefleisch gegessen hast. Jetzt bist du froh oder stolz oder wie soll ich das bezeichnen? Oder Also, wie willst du das ich bezeichnen? fühle mich jetzt in der Tat ein bisschen entehrt und ein bisschen schäbig. Ich fühle mich so ein bisschen traurig auch, weil ich wurde dazu genötigt, das war schon übergriffig mir gegenüber, ich wurde dazu genötigt, Schweinefleisch zu essen. Das war ja nicht mal mein freier Wille irgendwie. Ich hatte nur Angst um mein Leben. Du hast mich erpresst gerade. Du hast gesagt, du lässt mich wirklich in Ruhe, wenn ich Schweinefleisch esse. Und dementsprechend habe ich Schweinefleisch gegessen. Und jetzt fühle ich mich nicht Ach mehr so gut. so. Möge Allah mir dafür vergeben, aber hier ging es gerade um mein Leben. Okay. Und dann sag mir mal jetzt noch was. Ich will dich nur ganz kurz was fragen, Ich ja? war in einer Notsituation, genau. Warte mal, Not. Weißt, warte mal, warte Das mal. heißt, Weißt, guck dieses mal, Schweinefleisch warte. geht auf dein Hör mal Konto. zu jetzt. Weißt du, was Not Ja. heißt? Not ist, wenn Leute nichts zum Essen haben. Afrika, Somalia, Palästina und so weiter. Diese Leute sind arm, weil die alles verloren haben. Die haben nichts. Dann können die was essen. Aber doch nicht du! Du lebst in Deutschland, du Sonderschüler! Wie kannst du bloß Schwein essen? Du bekommst Jobcenter, 350 Euro, hast deine Wohnung mit deinen Hunden, mit deinen Katzen. Wie kannst du sowas? Boah, Wallah, ich mit dir machen werde. Ich schwöre es dir. Also Wie kannst du sagen, dass du in Not bist? Notsituation kann man auch anders definieren. Beispielsweise, wenn man mit dem Leben bedroht wurde, ja. Und das ist offenkundig passiert, ja. Und du hast auch schon gesagt, was du dir bisher hast zu Schulden kommen lassen. Dementsprechend ist es verständlich, dass man vor dir Angst hat und um sein Leben fürchtet, wenn so jemand wie du einfach sagt, du, ich werde das mit dir machen und so, du wirst schon sehen, ja. Und ich hatte Angst um mein Leben. Deswegen habe ich Schweinefleisch gegessen, ja, innerhalb einer Minute, weil du das von mir verlangt hast. Das heißt, das geht auf dein Konto. Du hast dafür gesorgt, dass ich Schweinefleisch gegessen habe, ja? Ich habe gesagt, guck mal, Bismillahirrahmanirrahim, du nimmst gerade meine Sünden, sagst, ich habe dich gezwungen, dass du Schweinefleisch isst. 1400 Zeugen, ja? Du hast mich gezwungen, das war 1400 Zeugen, dass Erpressung. ich schuld bin. Und du machst noch, machst du, extra machst du. Das ist ein Abo, Bäuerchen. Wallah, jetzt hast du übertrieben. Weißt du, was ich jetzt mit dir machen werde? Was denn? Guck mal. Was kannst du dir so vorstellen, was ich mit dir so anstellen werde? Denk mal so scharf nach. Vielleicht lädst du mich auf ein Schweinesteak ein. Vielleicht gehen wir schön Schnitzel essen oder so. Beim Onkel Otto. Sei mal ehrlich, wie krank kann ein Mensch überhaupt sein? Was schon mal irgendwie bei so einem Psychiater, dass du gefragt hast, dass du erstmal so einen Test machst? Gucken mal, wie doof du wirklich so bist. Oder machst du das extra, dass du so bist? Oder ich verstehe nicht. Warum machst du das? Ich habe einfach nur Angst um mein Leben, Alter. Du hast Angst um dein Leben, Ja. aber zeigst uns Schweinefleisch und isst
vor meinen Augen hier in der Kamera Schweinefleisch. Und dann sagst du noch, ja, ich bin Muslim in der Türkei, wir essen Muslim. Du beschmutzigst den Land und die Kultur und alles, was die da... Wie kannst du was machen? Ich esse einfach nur Schweinefleisch. Ach so. Ja. Und du bist ein Muslim? Ich bin Alhamdulillah Muslim. Also, du isst Schweinefleisch und danach gehst du in der Moschee und betest. Inshallah, inshallah. Okay. Und wissen das deine Eltern, dass du Schwein isst? Mashallah, inshallah, inshallah. Nein, ich frage dich. Wissen die das oder nicht? Inshallah, inshallah. Ich weiß nicht, was ich mit dir anstellen soll. Wirklich. Soll ich dich direkt umknillen, wenn ich dich irgendwo sehe? Oder willst du, oder soll ich dir noch ein bisschen, wie heißt das, Schmerz? Komm doch einfach von hinten, wie es die Männer immer so machen, ja? Wieso von hinten? So aus dem Hinterhalt, so spring doch aus dem Gebüsch, so wenn es dunkel ist, mach doch das. Ja? Mhm. Das klingt eher so nach deinem Stil. Mach sowas. Ja? Guck mal. Ich wollte dich in Ruhe lassen, aber weil du jetzt wirklich Schwein gegessen hast und du hast gesagt, Junge, du wolltest von mir, dass ich Schwein esse. Du hast ich heiße nicht Junge, ich heiße Ricardo, du Pemperskopf. Mir doch egal. Ich heiße nicht Junge, ich heiße Ricardo. Ich zieh dir Windeln an, wenn ich dich sehe. Du willst mir Windeln anziehen, du kleiner Pempersträger. Ich lass dir Windeln anziehen. Ich werde dich anzeigen und dann wirst du hinter einer Glaswand stehen.